Herzlich willkommen bei den neuen Nerd News und das sind die Themen. VR wird ganz schön teuer werden. Cracking-Gruppen machen sich Sorgen darum, dass die Games bald nicht mehr knackbar sind. YouTube wird bald HDR unterstützen. Und bei der neuen Staffel Akte X wird der ursprüngliche Synchronsprecher für David Duchovny nicht mehr dabei sein. Es ist nun soweit. Die Oculus Rift wird jetzt bald erscheinen und ist momentan vorbestellbar. Und zwar zu Preisen von 799 Euro. Jetzt gab es schon einen riesen Shitstorm, das sei viel zu teuer und so weiter und so fort, warum man das nicht billiger verscherbeln könnte. Nehmen wir doch mal andere neue Entwicklungen auf dem Markt. Nehmen wir einfach mal LED-Fernseher. Die haben am Anfang immer um die 10.000 Euro gekostet. 4K-Fernseher, die nur 30 Hertz beherrschten. Auch wieder 10.000 Euro. So unrealistisch ist es gerade, ich denke, der Preis wird schnell fallen. Außerdem hat HTC jetzt angekündigt, dass die Vive eine Investition sein wird. Was das genau heißt, weiß man nicht so recht. Aber man geht davon aus, dass auch diese über 700 Euro kosten wird. Und man hat wohl die ersten Händlerseiten gesehen, wo PlayStation VR gelistet wurde, die auch zu Preisen von über 700 Euro angeboten wurde. Ich denke mal, diese Technik braucht noch ein bisschen Zeit, um die ganzen Entwicklungskosten wieder rauszuholen. Bis wir dann Brillen bis 400 Euro kriegen. Das wäre so das Maximum, was ich ausgeben würde. Ah, fuck it! Oh, bin ich erschrocken, Arschloch! Es gibt ein neues Problem im Internet. Und zwar, die Cracking-Gruppen machen sich Sorgen, dass sie bald die Games nicht mehr rechtzeitig knacken können, bevor sie im Steam-Sale verscheuert werden für ein paar Euro. So ist es bisher der erfolgreichsten chinesischen Cracking-Gruppe 3DM nicht gelungen, den Denuvo-Kopierschutz von Just Cause 3 zu knacken. Das heißt, konkret, man habe es fast aufgegeben, aber man hat bis jetzt dann noch keine Lösung dafür rausgefunden. Bevor dieses Spiel wahrscheinlich geknackt ist, wird es wahrscheinlich für 9 Euro im Steam-Sale stehen und die Cracking-Gruppen sehen so langsam aber sicher das Ganze auslaufen. Aktuellster Fall ist auch FIFA 16, das ist bis jetzt noch nicht geknackt. Dafür, dass die Vorgänger immer ein paar Tage vorher online waren, ist das schon sehr erstaunlich. YouTube wird bald HDR einfügen. Es ermöglicht mehr Kontraste und bessere Farben. Kleines Problem gibt es jedoch daran, dafür braucht man auch einen speziellen Monitor und eine Grafikkarte, die es dann auch unterstützt. Das heißt, um dieses Feature von YouTube nutzen zu können, muss man doch ganz schön Geld auf den Tisch legen. So ein HDR-Monitor kostet noch eine ganze Menge. Ich bin gespannt, wie sich das mit YouTube noch weiterentwickeln wird, was da noch kommt. Mich stört momentan einfach so ein bisschen die Komprimierung meiner Videos. Ich lade 10 GB Rohdateien hoch, die sind gestochen scharf. Das ist, als wenn ihr direkt vor meinem Monitor sitzen würdet. Und YouTube rendert das Ganze auf 250 MB runter. Da werden aus 1080p verdammt viele Artefakte. Außerdem hat YouTube meines Erachtens noch ein paar andere Probleme. Einige Videos, die hochgeladen werden, sind auf einmal asynchron. So bei Domtendo zum Beispiel, der hat sich auch schon ein paar Mal darüber beschwert. Und bei mir kommen manchmal Störungen in den Videos, die in den Rohdateien nicht zu sehen sind. Kommen wir zum letzten Thema für heute. Und das ist der neue Synchronsprecher von David Duchovny in Akte X in der 10. Mini-Staffel. 28. Februar ist es bei uns soweit. Oder 8. Februar. Ich habe so das Gefühl, nichts bewegt mehr die Internetgemeinde, als wenn irgendein Synchronsprecher, der jahrelang jemanden gesprochen hat, auf einmal ausgetauscht wird. Das Problem ist, dass die Community darüber nicht sachlich reden kann, so auch dieses Kommentar auf meinem Kanal. Ja, sehr nett, sehr ausgedrückt, aus dir wird mal was werden. Und genau dasselbe bahnt sich jetzt auch bei Akte X an. David Duchovny kriegt wieder einen neuen Synchronsprecher. Zum zweiten Akte X-Film wollte Benjamin Völz ein bisschen mehr Gage haben. Und zwar munkelt man, dass es das 5- oder 6-fache sein sollte und darauf hat sich die ProSieben Media AG nicht eingelassen. Daraufhin wurde Johannes Behrens verpflichtet, den viele für unpassend hielten. Jetzt bei der neuen Staffel ist es allerdings wieder ein neuer Synchronsprecher namens Sven Gerhardt. Wenn man sich so die Stimmproben von ihm anhört, passt das nicht wirklich zur Mode. Frau Fox, der Haftbefehl lautet auf Mord. Ihnen drohen 15 Jahre Haft. Abgesehen mal davon, dass wahrscheinlich sowieso kein anderer Sprecher so gut passt wie Benjamin Völz, weil man mit dem aufgewachsen ist. Aber das ist ja überall so, oder? Jedenfalls habe ich so immer das Gefühl, als wenn sich bei einer neuen Synchronsprecherrolle, als wenn sich Leute immer aufbäumen in einem Mob mit Fackeln und Heugabeln und die neuen Synchronsprecher am liebsten auf der Stelle stechen würden. Das führt oft zu unsachlichen Diskussionen, finde ich sehr unpassend. Wenn derjenige Synchronsprecher dafür nicht mehr verpflichtet werden will, so ja leider auch Tommy Morgenstern und David Nathan für Dragon Ball Kai, muss das nicht gleich heißen, dass es ein super schlechtes Produkt ist. Aber so wird es erstmal
behandelt. Was haltet ihr davon? Sollte man den neuen Synchronsprechern wenigstens eine Chance geben? Ich meine, bald wird der neue Synchronsprecher für Homer gefunden werden. Und was damals abging, wo die Synchronsprecherin von Marge Simpson gestorben ist, war schon unter aller Sau. Da wurde Anke Engelke beleidigt, ihr wurde Mord angedroht oder sonst was. Und heutzutage hat man sich damit ganz gut abgefunden. Klar ist es bei Homer noch ein bisschen spezieller, aber ich denke, auch damit werden wir leben können. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag.